Ein wirksameres Mittel zu diesem Zweck sei aber die Liebe. Gott will unsere ganze, uneingeschränkte, ungeteilte Liebe zu ihm. Wenn wir aber so Gott lieben, wenn unser Geist Gott ganz und gar liebt, dann ordnet sich auch unser Leib dieser Liebe, die unser Streben, unser Sein dann erfüllt, automatisch unter. Dann wird auch unser Leib mit dieser Liebe zu Gott erfüllt, denn er trägt und er duldet auch unser Leib bereitwillig an alles, was sozusagen über ihn kommt. Dann kann der Mensch auch gütig alles vergeben, was man ihm Übles antut, von anderen Mitmenschen etwa. Nichts, so Eckhart wörtlich, bringt dich Gott näher und macht dir Gott so zu eigen wie dieses süße Band der Liebe zu Gott. Die Liebe nämlich wirkt wie ein Angelhaken, der den nicht, ein schönes Bild, der den nicht mehr loslässt, der sich von ihr hat fangen lassen. Wer Gott mit allen Kräften seiner Seele liebt, dessen Fuß, dessen Hand, dessen Mund, dessen Augen und Herz, sind von dieser Liebe so bestimmt und erfüllt, dass er alles Gott gerne zu eigen gibt. Unseren widerständigen Körper können wir nicht besser unserem Geist unterordnen, als durch die Liebe zu Gott. Denn die Liebe ist, wie schon das Hohe Lied der Liebe sagt, stark wie der Tod. Der Tod aber scheidet, so Eckhart, die Seele vom Leib, trennt die Seele vom Leib. Die vollkommene Liebe zu Gott aber scheidet entsprechend alle Dinge von der Seele. Das heißt, die Gott so liebende Seele wird von nichts anderem mehr bewegt als von Gott selbst. Wer sich durch eine radikale Liebe zu Gott so ganz von Gott gefangen lässt, dessen geringstes Wirken ist ungleich nützlicher für ihn und alle Menschen als dasjenige eines Menschen, der ohne oder nur mit geringer Liebe zu Gott wirkt. Ja, bei einem solchen Menschen ist es gleich, ob er wirkt oder passiv bleibt. Seine Muße ist nützlicher, also seine Untätigkeit, ist nützlicher als die Tätigkeit derjenigen, die Gott nicht oder nicht so radikal lieben. Weil und nur weil in einem solchen Menschen Gottes eigenes Wirken tätig ist, selbst wenn, gerade dann, wenn dieser Mensch passiv ist.